Matthias Glaner. Du hast einen Sturz aus 12 Meter Höhe, aber eine Gondel überlebt. Was hast du für Erinnerungen an diesen Moment? Ja, vom Sturz an und für sich nicht mehr so viel. Also da ist irgendwo 1,5 Sekunden, hat man glaubt, für 12 Meter zu fliegen. Was ich noch weiss, ist, was mich vor Gondel gezogen. Also auf und gegen die Rollenbatterien. Das ist mir noch sehr präsent. Und nachher auch der Moment, wo meine Sicherungsleine gerissen hat. Da ist mir noch sehr präsent. Und das ist echt der nächste Moment, den ich so ein bisschen bewusst erlebt habe. Ich kam so ein bisschen zu mir am Boden. Und ich habe so geschaut, ob alles einigermaßen in die richtige Richtung schaut. Was hast du für Verletzungen gehabt? Ja, relativ viel. Ja, zwei Bänderrisse im Fuß gehabt, die sie wieder angenäht haben. Der Talus war, glaube ich, doppelt gebrochen. Da sind mit zwei Schrauben fixiert. Das Becken hat es mir gesprengt. Also, zum Füße war abeinander. Dort haben sie eine Platte drauf da und mit 6 Schrauben fixiert. Und dann eine Woche später im Spital so ein bisschen Druck auf dem Knie gehabt und haben dem Doktor gesagt, etwas ist nicht gut. Und dann haben wir das MRI gemacht und da ist schnell rausgekommen, dass das Innenband gerissen ist, das hintere Kreuzband angerissen und eine Schienbeinkopfprellung. Plus, es waren noch zwei Finger verschnitten. Gewesen. Das ist, glaube ich, alles. Wie lange bist du im Spital gewesen? Ich glaube, ungefähr 2 Wochen. Also so genau kann ich es nicht mehr sagen, 2,5 Wochen. Und wie hast du die Zeit erlebt? Sehr angenehm gewesen. Also vor allem das Pflegepersonal und die Ärzte waren extrem professionell gewesen. Es ist so, der erste Tag war eigentlich noch gemütlich gewesen, ein bisschen liegen, und der zweite auch noch, und im dritten bin ich auch so ein bisschen zappelig geworden. Also der Wechsel halt extrem war extrem von 100% fit und 14 Stunden Training in der Woche zu gar nicht mehr machen. Und wir haben aber gleich sehr eigentlich eine lustige Zeit gehabt im Spital. Also haben sehr gutes Pflegepersonal und alles. Und von dem her hat der Spitalaufenthalt gepasst. Wer hat dich in dieser Zeit besonders unterstützt? Ja, sicher das nähere Umfeld. Da gehört die Familie dazu. Meine Freundin, die fast jeden Tag im Spital war. Die Eltern, die vorbeikamen, die Geschwister. Und ja, dann natürlich auch die Schwingerkollegen und der Athletiktrainer, der einer von den ersten war, der im Spital war. Und es gab manchmal noch sehr lustige Momente, wobei für mich sehr schmerzhaft, weil ich nicht so gut lachen konnte. Aber es war amüsant. Wie wichtig war für dich die Unterstützung, auch die vom Arbeitgeber? Die war sehr wichtig, vor allem auch, weil dank dem Umfeld, ja, eigentlich dem außerhalb gesorgt geben konnte. Machen das professionell, es läuft alles und es ist wirklich so ein bisschen zurückgelehnt. Und auch seitens Arbeitgeber ist sehr professionell gewesen. Also die haben wirklich ganz einen guten Job gemacht. Weil auch die sind überhäuft worden mit Anfragen und alle wollten etwas wissen und die haben sehr gut reagiert. Und unterstützen mich eigentlich bis zum heutigen Tag auch noch sehr gut.